Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie viele von uns hier im Haus und auch in unserem Land beobachte natürlich auch ich die Ereignisse in Belarus seit den öffentlichen Protesten infolge der gefälschten Präsidentschaftswahl noch einmal mit deutlich erhöhter Aufmerksamkeit. Und der Mut und die Durchhaltefähigkeit, mit denen die Protestierenden in Belarus die weiß-rot-weißen Farben durch die Straßen von Belarus tragen und für freie und faire Wahlen und für ein demokratisches Gesellschaftsmodell eintreten, ist bewundernswert. Und wenn ich noch einmal stellvertretend für viele weitere Namen, die Namen Tichanowskaja, Kolesnikova oder Alexejewitsch nenne, dann möchte ich gerne auch noch mal hinzufügen, dass mir insbesondere die Rolle zahlreicher starker Frauen in dieser friedlichen Protestbewegung größte Bewunderung und allerhöchsten Respekt abverlangt, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und ich freue mich, dass das von vielen Vorrednerinnen und Vorrednern hier im Haus auch schon deutlich festgestellt wurde. Wenn man die Bilder aus Minsk und vielen anderen Orten in Belarus sieht, dann ist es allerdings schwer zu fassen, dass ein solch offensichtlicher Wahlbetrug und vor allem eine derartige Gewalt gegen friedliche Demonstranten in unmittelbarer Nähe der Grenzen zur Europäischen Union stattfinden. Aus dem Präsidium des oppositionellen Koordinationsrates ist mittlerweile nur noch eine einzige Person, die bereits angesprochene Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch, im Land und, man muss wohl sagen, noch nicht verhaftet oder in ein Nachbarland ausgewiesen. Und das Ausmaß an Gewalt gegen friedlich demonstrierende Protestanten auf den belarussischen Straßen, das übersteigt noch mal um ein Vielfaches die Repressionen, die im vergangenen Vierteljahrhundert gegenüber jenen immer wieder angewandt wurden, die auch nur die leiseste Kritik am autoritären Regime Lukaschenkos geübt haben. Denn Repressionen, und das muss man ja auch noch mal feststellen, die gehören in Belarus ja nicht erst seit diesem August zur staatlichen Normalität. Sie haben seit diesem August lediglich noch mal ein anderes Level erreicht. Und es ist offensichtlich, und das haben auch die Bilder von vor zwei Tagen aus Sotschi noch mal gezeigt, dass der belarussische Diktator Unterstützung aus dem Kreml bekommt. Medial, diplomatisch und nicht zuletzt finanziell. Und deshalb ist klar, dass es ohne die Einbeziehung von Russland nicht gehen wird. Aber hier geht es natürlich vor allem darum, dass wir uns mit den Entwicklungen in Belarus beschäftigen und überlegen, was wir tun können. Nach meinem Dafürhalten sind derzeit zwei Dinge besonders wichtig. Zum einen müssen wir dafür sorgen, dass die Situation in Belarus weit oben auf der politischen Agenda verbleibt. In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft kann es ganz schnell gehen, dass andere Themen wieder in den Vordergrund treten. Und deshalb ist diese Aktuelle Stunde, die dazu beiträgt, auch ganz, ganz wichtig. Und auch für die Protestierenden in Belarus, das ist gerade auch schon von der Kollegin Gide Jensen angesprochen worden, ist das ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass ihr Eintreten für Demokratie hier und in weiteren Parlamenten der Europäischen Union Thema ist und der Druck auf Lukaschenko weiter hochgehalten wird. Und zum anderen ist eine klare und abgestimmte Haltung zu den Ereignissen in Belarus notwendig. Wir müssen weiterhin deutlich machen, dass wir das Lukaschenko-Regime nicht anerkennen und dass wir insbesondere die Gewalt gegen friedliche Demonstranten nicht tolerieren. Der EU-Sondergipfel war in dieser Hinsicht schon ein ganz, ganz wichtiges Signal, denn die Präsidentschaftswahlen am 9. August waren weder fair noch frei und das Ergebnis wird von der Europäischen Union eben auch nicht anerkannt. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gestern ja noch mal deutlich unterstrichen. Und die EU hat auch klargemacht, dass sie Alexander Lukaschenko persönlich nicht als legitimen Präsidenten von Belarus anerkennen wird und damit sowohl den Wahlprozess als auch Lukaschenko ganz konkret in Zweifel gezogen. Und Sanktionen, das haben die EU-Mitgliedstaaten vereinbart, die werden auch auf den Weg gebracht. Und in die gezielten Sanktionen gegen Personen, die an Menschenrechtsverletzungen in Belarus beteiligt sind, sollte nach meinem Dafürhalten, das haben auch einige Vorredner schon betont, möglichst schnell und zwingend auch Lukaschenko selbst mit einbezogen werden. Damit kann man dann auch eine bisher nicht vorhandene Gesprächsbereitschaft möglicherweise erzwingen. Wichtig ist, dass wir europäisch koordiniert agieren und schnell eine gemeinsame europäische Strategie für die Unterstützung der belarussischen Zivilgesellschaft entwickeln. Denn seit dem Wahltag
und die Zahlen haben sich in den letzten Tagen sicherlich noch mal verändert, gab es mehr als 8000 Verhaftungen. Dazu liegen den Vereinten Nationen über 450 Berichte über Folter in Polizeigewahrsam vor. Und diese Opfer, die brauchen schnell rechtlichen Beistand, die brauchen schnell finanzielle Unterstützung und die brauchen auch politische Unterstützung. Und das ist eine unserer Aufgaben, die wir während der EU-Ratspräsidentschaft in der Koordination in Europa auch wahrnehmen müssen. Und damit auch die Kernforderungen der Protestierenden in Belarus unterstützt werden, nämlich das Ende der Gewalt, die Freilassung der Gefangenen, der Rücktritt Lukaschenkos und die Durchführung freier und fairer Wahlen, möglichst unter Hinzuziehung internationaler Beobachter. In diesem Haus, Kollege Schraps, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. In diesem Hohen Haus wird zu Recht immer wieder betont, welche historische Verantwortung wir gegenüber unseren östlichen Nachbarn haben. Und in diesem wichtigen Moment der belarussischen Zivilgesellschaft zur Seite zu stehen und möglichst viel dazu beizutragen, dass die Entwicklung eines souveränen, unabhängigen und demokratischen Belarus als Nachbar der Europäischen Union gefördert wird, das muss uns in Deutschland, aber auch der gesamten Europäischen Union das Gebot der Stunde sein. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion hat die Kollegin Elisabeth Motschmann das Wort.